Leute, ich bin wieder euer Charlie, diesmal hier in Oberbayern und zwar bei Erlbach. Das ist also irgendwo in der Walachei, irgendwo in der Nähe der tschechischen Grenze. Ja, ich bin hier beim Philipp vom Forum Pilze ohne Ende. Der hat mich eingeladen, mal hier zu gucken. Ja, dann würde ich mal sagen, dann ziehen wir mal los und gucken, was wir finden. Ja, müsste eigentlich was geben. Müsste was geben? Ja. Er hat mir nämlich gesagt, ich sollte eine Sense mitnehmen und einen Wagen mit dem Anhänger. Man könnte hier mit der Sense mähen, aber anstatt einer Sense hat er mir sowas mitgegeben. Ja, müssen wir mal gucken. Ist eine kleine Sense. Muss reichen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Film. Wünsche ich euch, wie sage ich immer, Trüff. Ja, dann geht's mal los. Kaum ein paar Schritte gegangen, finden wir ja auch schon die ersten Hexenröhrlinge. Sind flockenstielige. Und das in einer ganz beachtlichen Größe auch schon. Einen so prächtigen Kerl lassen wir natürlich nicht im Wald stehen. Philipp erntet den jetzt. Ja, wunderbar. Ganz hartes Fleisch hat er. Ja, wir gucken uns den gleich mal an, ob der noch verwertbar ist. Ein Perlpilz. Natürlich wandert der auch ins Körbchen. Ja, hier haben wir einen Täubling gefunden. Ich habe ihn gerade probiert, der schmeckt mild. Lamellen gelblich, biegsam, dürften Frauentäubling sein. Wird auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe gerade probiert, also wie gesagt, ist mild. Ja, hier haben wir Maronenröhrling. Guck mal, wie fein. Drehen wir mal raus. Nicht? Schöne Maronen, ne? Ja, die lassen wir nicht im Wald, diese Pilze. Der Philipp möchte die doch bitte einsammeln, damit wir heute nicht zu darben haben. Oh, leider verwurmt. Ja, dann nimm andere. Schauen wir mal nach dem hier. Der passt. Ja. Halt den mal hoch. Ja, und hier haben wir wieder einen Täubling, einen Frauentäubling. Wird natürlich wieder mitgenommen. Ja, wenn man bedenkt, dass bei uns Totentanz ist, überhaupt keine Pilze zu sehen, so ist das doch hier im Oberbayern doch richtig erfolgreich. Anders wie bei uns im Sauerland steht hier der Boden voll Pilze. Ob es nun kleine sind, oder diese großen Täublinge hier. Diesen Perlpilz nehmen wir auch mit. Nehme ich eh so selten mit. Ja, da haben wir einen Parasol oder einen Safranschirmling. Ich habe noch nicht rausgenommen. Thank you.
So, auch die Rehbraunen sind da, die Rehbraunen Scheidensträflinge. Die lassen wir aber im Wald. Die habe ich nie gesammelt. Können hier drin bleiben, im Wald. An diesem Exemplar ist wunderbar die Streifung gesehen, so von der Hutmitte zum Hutrand, also am Hutrand diese Streifung. Ein kleiner Mistkäfer. Zwei wunderbare Maronen, einem Mitbewohner. Ja, das ist der Beweis, das Hirschhörnchen ist da. Und wenn das Hirschhörnchen da ist, gibt es auch Pilze. Das ist das, was ich immer sage. Ja, hier haben wir einen Gallenpilz, einen Bitterling. In klein. Bleibt im Wald, darf aussporen. Ja, hier steht wieder ein flockenstieliger Hexenröhrling im Wald, wie ihr seht. Den werden wir mal vorsichtig rausdrehen. Ja, wandert ins Körbchen, Leute. Ja, wo es Hexen gibt, gibt es auch Hexenringe. Hier haben wir von irgendeiner Ritterlingssorte einen Hexenring. Ja, der Philipp hat hier einen Pfifferling gefunden. Guck mal, da grinst er. Trüff, trüff. Ja, hier haben wir noch eine Sorte im Oberbayerischen Wald. Ein Goldröhrling. Ja, und hier stehen auch noch drei Stück. Die nehmen wir mit. An einen Baumstoken Polsterpilze. Die sind nicht essbar, aber sehen geil aus. Ja, das geht gut los hier. Wir finden hier also richtig gute Pilze, auch viele. Und so soll es auch sein. Eine Hexe auf dem Wegesrand. Im Sonnenlicht ein grauer Wulstling. Ja, hier finden wir jede Menge Goldröhrlinge. Davon werden wir auch ein paar mitnehmen. Ja, auch hier im Oberbayerischen Walde geht es los mit dem Hallimasch. Diesmal lassen wir sie aber im Wald, weil wir haben genug andere Pilze. Mitten im Glücksklee wächst hier der Hallimasch. Das hier ist eine krause Glucke. Und die lassen wir auch nicht im Wald, weil das ja ein hervorragender Pilz ist. Ja, hier haben wir noch eine krause Glucke, die nehmen wir auch mit, die lassen wir nicht hier. Ja, wunderschöner Pilz, wird immer gern genommen. Ja, wie aus dem Sauerland wir kennen, Fichtenblutreizke. Ein Hexenring mit Fliegenpilzen. Ja, hier haben wir einen kleinen Riesenporling. Ich sage extra klein, die werden ja gewaltig. Sogar aus einem alten Fichtenstamm wachsen sie heraus.
Ja, hier stehen Steinpilze. Wunderbare Dinge. Die werden natürlich auch abgeerntet. Ja, der ist aber auf hier, den ich gerade in der Hand habe. Ja, hier haben wir Schopftintlinge, sind auch Speisepilze, aber die lassen wir diesmal im Wald, weil wir wollen noch ein bisschen gehen und die müssen auch schnell verwertet werden, das können wir nicht. Ja, schöne junge Perlpilze hier. So, dann wollen wir mal ernten. Ja, das ist unsere Beute. Wir machen jetzt hier erstmal Feierabend. Wir haben also ganz viele Maronen, flockenstielige Hexenröhrlinge und Täublinge, milchschmeckende Täublinge. Ich sage mal, das sind Frauentäublinge, weil die größeren lassen sich die Lamellen verbieten. Wir haben aber auch andere milchschmeckende Täublinge, wie diesen hier. Schön rot. Ich denke, Apfeltäubling, sowas. Ich bin nicht so vermessen und sage jetzt, das ist der und der. Dafür sind die Täublinge zu sehr Harlekine. Ja, was haben wir noch? Ja, da haben wir ein Steinpilzleinchen. Ja, Parasol, Maronen, jede Menge, Perlpilze, einen Anis-Champignon, ja, und dann hier diese ringlosen Goldröhrlinge. Ja, Trommelstöckchen habe ich hier auch noch eins. Ding, 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 ding. So, jetzt gehen wir nach Haus, nach dem Philipp auf die Terrasse, weil da wollen wir Pilze sauber machen. Und er hat auch großen Durst und will noch eine Currywurst. Ja, jetzt gibt es ein schönes Bierchen beim Pilze sauber machen. Und dann wollen wir uns das schmecken lassen.